Was ist denn mit dir nicht richtig? Scheiße geiles Wetter draußen, uns ist es aber egal, wir ballern trotzdem eine Folge raus und zwar nur für dich. Metal Gear Solid schafft es ja irgendwie immer, sich mehr oder weniger gut zu verkaufen. Vor ein paar Monaten berichteten wir schon, dass Hideo Kojima nach Phantom Pain eventuell keinen weiteren Teil mitentwickeln wird. Letzte Woche hat jemand etwas im Trailer bemerkt, was ziemlich krass aussieht. Und zwar gibt es dort einen Doktor, der eine Kopftransplantation an Solid Snake durchführt. Okay, ist ja nichts Schlimmes. Wenn man allerdings in letzter Zeit Nachrichten verfolgt hat, dann weiß man, dass ein italienischer Chirurg namens Sergio Canavero dies auch vorhat und das 2017. Da kann man natürlich sagen, also alles nur Zufall hier. Aber wenn man sich mal den echten Doktor ansieht und den mit dem von Metal Gear vergleicht, Alter Finowski, die sehen sich ja total ähnlich. Zufall? Gucken wir doch mal weiter. Canavero hat 2013 angekündigt, dass er eine Kopftransplantation durchführen will. 2013 wurde auch dieser Trailer zu Metal Gear auf der GDC vorgestellt. Haha, creepy was? Wir sind noch nicht fertig. Canavero hat in Zypern einen Vortrag zu Ted Lissamore gehalten und wenn man die Wörter ein bisschen dreht und verschiebt, erhält man Solid Metal. Für mich die schwächste Theorie, aber dennoch ziemlich lustig, wie das alles zusammenpasst. Was man allerdings weiß, ist, dass das Krankenhaus von dem Trailer auch in Zypern ist. Das Logo von dem TED-Vortrag sah übrigens so aus. Wenn man aber wieder alles ein wenig rumschiebt, ein bisschen rumwerkelt, ja, seht selbst. Noch eine Sache, bevor Knuffel ran darf. Canavero hat noch ein ziemlich bizarres Buch geschrieben und die Kapitelnamen von diesem Buch haben auch verdammt viel mit Metal Gear zu tun. Guckt euch am besten die Wörter an, die groß geschrieben sind. Alles, wie schon gesagt, nur eine Verschwörungstheorie. Ich finde es auf jeden Fall verdammt geil, wie viel da alles zusammenpasst und vielleicht kommt da eventuell noch mehr. Glaubt ihr, dass das alles gute PR-Aktion ist oder doch nur Zufall? Mein Name ist Jonathan Frakes, ich habe leider keinen Anzug an und das hier ist Frontside. Über den Rennspielsimulator des Jahres haben wir ja schon mal berichtet. Es geht natürlich um Project Cars. Das Rennspiel, welches Gran Turismo, Forza und Co. in den Boden stampfen soll. Ach ja, und genau der Rennspielsimulator, der bestimmt unter den ersten drei Plätzen wäre, wenn es um Release-Datum-Verschiebungen gehen würde. Erst November 2014, dann März 2015, dann April und der momentane, ja, ich betone momentane, Release-Termin für das Spiel Project Cars ist der 7. Mai. Aber ich meine, solange es dann ein wirklich fertiges Spiel für die Gamer ist und sie es nicht machen wie EA und einen unfertigen Rotz präsentieren, der erstmal nach Millionen Patches gut läuft, ist doch alles in Ordnung. Jedenfalls plant man ja scheinbar schon an der Finanzierung von Project Cars 2. Man hat nicht mal den ersten Teil rausgebracht und weiß auch noch nicht mal, wie er ankommt, aber scheinbar ist einfach schon der zweite Teil geplant. Okay, hab nur ich das Gefühl oder werden die ganzen Entwickler und Publisher immer geldgeiler? Deine Mutter. Nein. Also ich werde das Spiel erstmal testen, um mir meine eigene Meinung zu bilden und dann werde ich ja sehen, ob das Spiel auch wirklich das hält, was es verspricht. Call of Duty Black Ops 3 soll laut aktuellen Berichten am 6. November 2015 erscheinen und Vorbesteller können sogar am Beta-Test teilnehmen und das Spiel vorab schon mal antesten. Na dann nichts wie los zu GameStop und vorbestellen. Klar, bei GameStop.
Gears of War soll nun doch als Remastered Edition für die Xbox One erscheinen. Angeblich wurde sogar schon einige Spieler eingeladen, an einem Multiplayer-Test teilzunehmen. Also geil wäre das schon mal wieder, paar so Spaß ist durchzusägen. Der Comic-Gigant Marvel hat einen Deal mit Telltale Games abgeschlossen und wir können uns ab 2017 über neue Superheldenabenteuer freuen. Ich bin mal kurz weg, ich habe einen Ständer. Im Mai kommt für Mortal Kombat X Jason Voorhees als DLC raus. Das ist der Typ mit der Eishockeymaske und haut den Leuten ordentlich die Fresse wund. Angeblich soll es bald eine Ankündigung geben über einen neuen Tony Hawk Teil. Was? Es interessiert euch nicht? Wieso denn nur? Das könnt ihr doch nicht machen, verdammt! Das war die Folge Frontside. Wenn ihr mehr wissen wollt, hört ihr diesen Spassen zu. Mir gut zu hören. Wenn ihr wollt, schaut einfach mal auf Facebook. Da gibt's uns. Gefällt mir. Und ansonsten, ja, abonniert diesen Kanal oder abonniert unseren Kanal, Bunze Bunze. Und wenn ihr noch Bock auf mehr News habt, dann schaut doch mal in Facebook in die Gruppe Xbox One News Germany. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüssi. Rock your brain. Sonst ist es genau im Internet. 冷静吗？